vorstellen, das ist Rotbart. Und Rotbart ist Wikinger und steht auf Blümchen. Worauf Rotbart gar nicht steht, ist, wenn seine Wikingerfreunde ihm die Blümchen kaputt machen. Das macht Rotbart so wütend, dass er auch schon mal zu seiner Axt greift. Und das hat kein gutes Ende für seine Wikingerfreunde. Ja, und das ist auch schon das ganze Spielprinzip. Es geht darum, dass ihr verhindern müsst, dass die Wikinger das Blumenfeld erreichen. Denn sonst ist Rotbart ganz traurig. Und ihr müsst Rotbart sagen, wo er seine Axt langwerfen soll. Das macht ihr, indem ihr eine Linie einzeichnet, um so die Wikinger zu enthaupten. So einfach wie hier bleibt es natürlich nicht, denn im späteren Verlauf kommen immer mehr Wikinger. Und es geht darum, die Axt möglichst selten zu werfen, weil man so mehr Punkte bekommt und dadurch einen besseren Rang in den einzelnen Levels. Später kommen dann auch Wikinger, die sich mit einem Schild schützen, die könnt ihr nur von hinten besiegen. Es gibt Wikinger, die in einem Sack hin und her hüpfen. Und es gibt Wikinger, die verstecken sich unter einem Baum und können nur mit Feuer besiegt werden. Zum Glück hat Rotbart den ein oder anderen Trick drauf, denn wenn es mal zu viel wird und zu viele Gegner da sind, dann friert er kurzerhand einfach alle mal ein und hat so alle Zeit der Welt, sein Blumenfeld zu beschützen. Sollte das nicht reichen, lässt er Blitze herabsausen und grillt seine Wikingerfreunde. Und sollten die es doch einmal schaffen, das Blumenfeld zu erreichen, dann wird Rotbart ganz, ganz traurig. Es gibt 32 Level, die mit Gold, Silber und Bronze bewertet werden, nachdem ihr durch seid. Ihr seht schon, im späteren Verlauf wird es ziemlich schwer. Nachdem ihr am Anfang noch Goldmedaillen sammelt, müsst ihr die späteren Level schon zwei- oder dreimal spielen, um da noch einen besseren Rang zu erhalten. Trotz der geringen Spielzeit bekommt von mir X in the Face glatte 8 von 10 Punkten. Es hat wirklich Spaß gemacht, Langzeitmotivation ist auch vorhanden. Es ist teilweise ein bisschen frustrierend in den späteren Levels, jedoch gehe ich fest davon aus, dass ich das noch weiterspielen werde, um auch die letzten Goldmedaillen noch zu erhaschen.